Moinsen, in diesem Video seht ihr ein Unboxing zu Zatechi M1 Wireless Maus. Viel Spaß! So, wir sehen hier einmal die Maus. Sie kann Bluetooth, sie hat eine Batterie, die man per USB-C aufladen kann und sie soll aus Aluminium sein. Hier vorne den Markennamen, die Maus, Bluetooth, ein schönes Bild. Und das war es auch eigentlich Interessantes schon. Ich hole mir einmal ein Messer. So, gucken wir mal. Hier könnt ihr es einmal aufschneiden. Und das war kein Messer, sondern eine Schere. Und dann können wir es hier einmal öffnen. Gucken. Hier können wir es aufmachen. So. Und dann kann ich so herausfahren. Und dann haben wir hier einmal ein ganz normales USB-C auf USB-A Kabel. Und die Maus an sich. So, die holen wir mal hier raus, die Maus. Und dann haben wir hier den USB-C Anschluss. Den An- und Ausknopf, wahrscheinlich ein Reset-Knopf. Man fühlt hier auf jeden Fall das Aluminium. Das scheint hier wirklich Aluminium zu sein. Das ist dann wieder Plastik. Aber sie fühlt sich echt ziemlich hochwertig an. Wirklich ziemlich hochwertig. Ein Testbericht an sich gibt es etwas später. Das ist hier nur ein Unboxing. Aber ich hoffe, das könnte euch trotzdem helfen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein!